Freiburg in den 1980er Jahren. Nach Feierabend will eine junge Frau nach Hause. Doch dort kommt sie nie an. 2 Jahre später verschwindet ein 17-jähriges Mädchen auf ähnlich mysteriöse Weise. Wurde Ingrid Karrer und Angelika Stegle das Trampen zum Verhängnis? Die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst hat versucht, bei der Klärung der beiden Fälle zu helfen. Auch Kriminalitätsexperte Ralf Döbele hat sich mit den Morden beschäftigt. Die Verbrechen sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben. Es ist einer der beklemmendsten XY-Fälle der 80er Jahre. 2 junge Frauen verschwinden aus der Freiburger Innenstadt und wie sich dann herausstellen sollte, beide Male zum gleichen Zeitpunkt von ungefähr der gleichen Stelle und beide Frauen stammten auch noch aus derselben Ortschaft. Die 24-jährige Ingrid Karrer lebt in einem Dorf südlich von Freiburg. Im Frühjahr 1983 arbeitet sie in der Nähe des Martinstores in Freiburg als Bedienung in einer Kneipe. Sie hatte bis gegen 0.30 Uhr Dienst und sagte dann einer Kollegin, dass sie jetzt nach Hause fahren würde, per Anhalter zurück nach Balrechten-Dottingen. In ihrem Heimatort kommt sie jedoch nie an. Ingrid Karrer gilt ab diesem Zeitpunkt als vermisst. Erst ein Jahr später wurde die Leiche von Ingrid Karrer gefunden, und zwar im Gemeindewald von Wittnau, etwa 10 Kilometer von Freiburg entfernt. Zunächst wurde der skelettierte Kopf der Frau gefunden, der mutmaßlich mit einer Hacke eingegraben worden war, die ebenfalls am Fundort entdeckt wurde. Erst danach wurden weitere sterbliche Überreste der Frau gefunden. Bei der Obduktion konnte festgestellt werden, dass der Täter die Leiche zerteilt hatte, und zwar auf recht fachmännische Art und Weise. Er muss also gewisse anatomische Kenntnisse besessen haben. Die Ergebnisse der Obduktion lassen vermuten, dass Ingrid Karrer in einem geschlossenen Raum getötet wurde. Am Fundort der Toten kann die Polizei nur wenige Spuren sichern. In dem Fall gelingt zunächst kein Durchbruch. 2 Jahre später verschwindet die 17-jährige Schülerin Angelika Stegle. Die Umstände erinnern die Beamten an das Verbrechen an Ingrid Karrer. Und beide Opfer stammen aus demselben Ort. Wir sind hier in Balrechten-Dottingen, einer kleinen Winzergemeinde, etwa 25 Kilometer von Freiburg entfernt. Etwa 2500 Einwohner hat dieser Ort, und in den 80er Jahren war die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier nicht besonders gut. Deshalb war es recht normal, dass Jugendliche von hier nach Freiburg trampten und auch wieder zurück. Die 17-jährige Angelika Stegle lebt hier zusammen mit ihren Eltern. Am 15. Juli 1985 geht sie in Freiburg mit einer Freundin ins Kino. Der Film gefällt Angelika so gut, dass sie sich allein eine zweite Vorstellung anschaut. Nach der Abendvorstellung traf Angelika Stegle durch Zufall am Kino auf 2 Schulfreundinnen, die sich den Film auch angesehen hatten. Die beiden waren mit dem Rad gekommen und sie fragten dann Angelika, wie sie nach Hause kommen würde, denn nach Balrechten-Dottingen fuhr zu diesem Zeitpunkt kein Bus mehr. Ich suche mir noch einen, der mich mitnimmt, den ich kenne. Na dann, viel Glück. Danke. Also, bis morgen. Ja. Erinnere mich bloß nicht jetzt schon an die Penny. Na ja. In der nächsten Stunde sucht Angelika Stegle in mehreren Bars und Diskotheken in der Umgebung nach einer Mitfahrgelegenheit. Ohne Erfolg. Gegen 0.30 Uhr schaut sie bei einem Bekannten in einem Schnellrestaurant am Freiburger Martinstor vorbei. Er sagt später aus, Angelika habe sich auf den Heimweg machen wollen. Doch nach dem Aufeinandertreffen verschwindet die 17-Jährige. Am nächsten Morgen erstattet ihr Vater bei der Kripo Freiburg Vermisstenanzeige. Die anschließende Suche nach Angelika bleibt ohne konkrete Ergebnisse. 8 Tage nach dem Verschwinden von Angelika Stegle erhielt ihre Großmutter einen sehr seltsamen Anruf. Ein Mann meldete sich bei ihr, ein Mann mit ausländischem Akzent, und er wiederholte 2-mal die Worte Angelika fort, mehr sagte er nicht, er legte auf. Für die Kripo war natürlich nun die wichtige Frage, handelte es sich lediglich um einen üblen Scherz oder hatte der Mann tatsächlich nähere Infos darüber, was mit Angelika geschehen war? Ein Ermittlungsansatz der Polizei: Stieg Angelika Stegle vielleicht beim selben Autofahrer ein wie Ingrid Karrer 2 Jahre zuvor?
Es gibt zwischen beiden Fällen tatsächlich auffallende Parallelen. Beide junge Frauen stammten aus Baalrechten Dottingen. Beide verschwanden gegen 0.30 Uhr nachts aus dem Herzen von Freiburg, direkt in der Nähe vom Martinstor. Und beide jungen Frauen fuhren öfter per Anhalter. Auch im Fall Angelika Stegle hat die Kripo Freiburg zunächst nur wenige Ansatzpunkte. Im Zentrum der Ermittlungen stehen die Kleidungsstücke, die die junge Frau in der Nacht ihres Verschwindens trug. Zudem hatte sie ein auffälliges Fußkettchen mit einem weißen Elefanten um. Als die Polizei in ihren Ermittlungen nicht weiterkommt, wendet sie sich an die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Melden sich hierdurch möglicherweise neue Zeugen? Die Kripo Freiburg, meine Damen und Herren, versucht seit gut einem halben Jahr das Schicksal einer 17-jährigen Schülerin aufzuklären. Die Ermittlungen haben die Beamten sehr bald zu der Überzeugung geführt, dass sie in diesem Fall vermutlich nur erfolgreich sein werden, wenn sie gleichzeitig ein anderes Verbrechen an einer jungen Frau klären, das 2 Jahre länger zurückliegt. Die Resonanz auf die Ausstrahlung der beiden Fälle ist groß. In den Aufnahmestudios gehen zahlreiche Hinweise ein. Besonders interessant war auch, ein Mann meldete sich und es handelte sich mutmaßlich um denselben Mann, der damals auch Angelika Stegles Großmutter angerufen hatte. Der meldete sich nun wieder bei der Polizei und wiederholte einmal mehr die Worte Angelika Ford, Angelika Ford. Daraus ergibt sich für die Beamten der Kripo Freiburg jedoch keine heiße Spur. Bis heute ist der Anrufer nicht identifiziert. Wenige Wochen nach der XY-Sendung bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen. An einem Flusslauf bei Heitersheim südlich von Freiburg wird ein menschliches Skelett gefunden. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergeben, bei der Leiche handelt es sich um die vermisste Angelika Stegle. Noch einmal befasst sich Aktenzeichen XY ungelöst mit dem Thema. Es kommt da vielleicht ein bisschen auf den Standpunkt an. Gelegentlich gibt es im Rückblick auf frühere Sendungen leider auch eindeutig schlechte Nachrichten. So zum Beispiel im Fall Angelika Stegle, den wir in unserer letzten Sendung behandelt haben. Vor rund 3 Wochen, am 20. März, wurde die Leiche in einem Bachlauf zwischen Baalrechten Dottingen und Heitersheim gefunden. Sie war unter einem Heuhaufen versteckt. Im Gegensatz zum Fall Ingrid Karrer waren am Fundort im Fall Angelika Stegle noch einige Kleidungsstücke vorhanden. Zeitgleich wurden so also die Stücke, die fehlten, zu wichtigen Ansatzpunkten für die Kripo Freiburg. Die Gegenstände, die nicht am Fundort gefunden wurden, waren die Ohranstecker mit Strassstein, die Angelika Stegle getragen hatte, ihre Lederhandtasche fehlte und ihre Pumps. Doch keiner dieser Ansatzpunkte führt die Kripo Freiburg zur Klärung der beiden Verbrechen. Die Mordfälle Ingrid Karrer und Angelika Stegle werden zu Cold Cases. Fast 10 Jahre später haben es die Freiburger Beamten wieder mit einem ähnlichen Mordfall zu tun. Im Oktober 1994 verschwindet eine 19-Jährige auf dem Heimweg in Freiburg. Auch sie hatte wohl versucht, per Anhalter nach Hause ins Umland zu fahren. Auch sie wird später tot aufgefunden. Wurde Concetta Daniele vom selben Täter wie die anderen beiden jungen Frauen umgebracht? Bis heute sind alle 3 Morde ungeklärt. Doch die Cold Case-Abteilung der Kripo Freiburg geht auch nach all den Jahren immer wieder neuen Ansätzen nach. Auch um herauszufinden, ob die Verbrechen möglicherweise von einem Serientäter begangen wurden.